Hallo, liebe Paper Mario 2 Freunde, willkommen zu unserem wundervollen Part, in welchem wir heute eine Sache abhaken, welche viele, viele gute Dinge für uns hat. Zum einen möchte ich anmerken, wie es aussieht, werden wir wohl doch versuchen, alle Orden zu bekommen, weil es scheinbar relativ machbar ist, das zu machen. Mir wurde gesagt, dass in den Katakomben unten die eine Lady, die einem sagt, wo man auch den nächsten Sternsplitter findet, wo man insgesamt als nächstes hin muss, dass die einem auch sagen kann, wo der nächste Orden liegt. Allerdings hat die mir nichts von dem Orden gesagt, insofern heißt es, ich habe alle Orden, die irgendwie außerhalb der Welt rumliegen, könnte das sein. Also nämlich ziemlich majestätisch. Das heißt, würden vielleicht nur noch welche fehlen, die man im Duellkerker findet oder generell erst. Nein, ich glaube nicht, dass ich da alle habe, ehrlich gesagt. Kann ich mir eigentlich vorstellen. Auf jeden Fall sieht mir das nicht gesagt. Das war relativ eklig. Notfalls könnt ihr ja danach auch einfach googeln. Das werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Und dann zum anderen Duellkerker. Der ist natürlich auch eine Sache, über die wir durchaus mal reden müssen. Das ist nicht das, was wir heute machen. Heute machen wir die Falkenheim-Arena, weil wir da einfach mal ein bisschen Geld verdienen können, welches wir für viele, viele Dinge brauchen werden. Hallo, möchtest du mitfliegen? Klar, klar, ich will fliegen, Alter. Lass mich fliegen, du auf dem Scheiße. Wir werden die Falkenheim-Arena jetzt einfach mal machen, weil kann man einen zweiten Durchlauf gleich machen. Und warum nicht? Da können wir gut Geld verdienen. Das trifft sich ganz gut für mich. So. Duellkerker. Was machen wir mit dem am besten? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Da bin ich mir ehrlich gesagt aktuell absolut, absolut unsicher. Die Sache ist nämlich, ich habe den Duellkerker noch nie bis zum Ende gemacht. Was hauptsächlich daran liegt, dass ich als Kind immer zu scheiße dafür war. Ich weiß einfach nicht, wie stark da unten alles sein wird. Und das ist eine Sache, die mir sehr viel Angst macht. Ich gehe davon aus, dass ich noch zu schwach bin. Und ein anderes Problem ist, ab Stockwerk 50 kann man mehr Items mitnehmen. Da werden dann Heilungs-Items und sowas möglich. Und ich weiß einfach nicht wirklich, was mich erwartet. Das heißt, vermutlich werden wir uns ein bisschen Danger Mario Action gönnen für den Duellkerker. Weil ansonsten, ich muss das ja irgendwie in Videoform machen. Und ich weiß einfach nicht wirklich, wie ich das sonst hinbekommen soll, ehrlich gesagt. Es wäre nämlich sonst unglaublich nervig. Der Duellkerker geht nämlich wirklich, wirklich, wirklich lang. Und glaub mir, es ist unglaublich frustrierend, wenn man ihn da dann nicht schafft. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, wenn ich ihn sowas in Stockwerk 85 oder so verlieren würde. Ich meine, wenn man da verliert, dann ist alles, was man bis dahin gemacht hat, weg, weil man Game Over geht. Alles. Der gesamte Fortschritt. Die 90 Kämpfe, die man davor gemacht hat oder so, wenn man da dann verliert. Ups, ich glaube, die sind das wohl weg, wie es aussieht. Lol, versuch's später nochmal. Und das ist sehr beängstigend, deswegen wahrscheinlich Danger Mario. Und falls ihr Danger Mario nicht kennt, ihr könnt euch darauf freuen. Es wird relativ interessant. Automatisches Registrierungssystem, was möchtest du tun? Ich will kämpfen, Alter. Lass mich kämpfen. Sei gegrüßt, Papa. Ich möchte gerade zum Kampf verwenden. Also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 19. Du kämpfst gegen die Goomba-Brüder. Oh, shit. Im folgenden Kampf sollst du keine BP verbrauchen. Alles klar. Ich möchte sehen, wie du den Kampf aus eigener Kraft meisterst. Also zeig mir einen guten Kampf. Okay. Wenn du das sagst, dann werden wir das tun. Wir bleiben hinter der Tür stehen. Wundervoll. Da werden alte Erinnerungen wach. Erinnert ihr euch noch an mich? Ich bin Bomber Luigi. Ich hatte davor immer ein... Vielleicht soll ich mir einfach das grüne Outfit anziehen für den Kampf. Wenn ich schon Bomber Luigi bin. Was übrigens nur in der deutschen Übersetzung so ist. Ich weiß nicht mehr genau, was im Englischen zum Beispiel der Name von ihm ist. Und das ganze Geschwätz, das kennen wir übrigens schon. Das müssen wir jetzt nicht alles wieder durchgehen. Let's fight! Genau, das ist eigentlich eher nur so eine deutsche Sache, dass der Bomber Luigi heißt. Er hat irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was der Name im Englisch war, aber es war nichts mit Luigi. Es hatte absolut nichts mit Luigi zu tun, was ich relativ lustig fand, weil ich mag das, dass er einfach Bomber Luigi heißt, weil es einfach überhaupt keinen Sinn ergibt, dass sie ihm ausrechnen den Luigi-Namen geben. Und es ist eine Sache, die ich mir im Paper Mario-Universum durchaus gut vorstellen kann, dass sie sowas machen würden, weil die haben immer so ein bisschen was mit Luigi. Würde mich nicht wundern, wenn er gerade unter den Zuschauern ist. So ganz random. Auf die Scheiße. Zieh dich. So, hier haben wir also unglaublich schwache Gegner vor uns. Worauf wir allerdings hier noch achten müssen, ist, ob wir vielleicht den Gegner zum Scannen haben. Das wäre relativ interessant zu wissen. So. Ja, und zum Duellkerker. Eine Sache, über die ich mir auch Gedanken mache, was vielleicht nicht verkehrt wäre, ist, wenn ich beim Duellkerker vielleicht zuerst 50 Stockwerke mache. Weil 50 Stück sollten, da bekommt man dann diese eine Item, mit dem man mehr Heilung, doppelt so viele Items mit sich herumschleppen kann, was relativ cool ist. Und zum anderen sollte das ungefähr, sollten 50 Stockwerke auch reichen, um an 999 Münzen zu kaufen, welche mir auf einer Mission alle Orden zu kaufen ungemein weiterhelfen würden. Selbst schuld! Dementsprechend
überlege ich euch das vielleicht mache. Zuerst 50 und dann die 100 davon. Wobei ich die 100 dann wahrscheinlich auch nicht allein machen werde. Ich weiß noch genau, wie ich das machen werde. Der fucking Duellkacker. Es ist nicht einfach, in Videoform irgendwie unterzubringen, okay? Können wir darüber mal reden? Vor allem, wenn man nicht wirklich einschätzen kann, was einen erwartet. Hey, es war mein Comeback, aber... Oh no, wir wollen uns nicht wegen des Funkclubs, kommst du begeistert. Diese Hinsicht muss dir ja noch etwas Mühe geben. Alter, ich schnauze. Das Publikum liebt mich, Lady. 3 Münzen. Nice. Also bis dann, wir sehen uns. Ach du Scheiße, ich glaube, sich hier nochmal hochzukämpfen, das wird ein bisschen dauern. Aber es gehört irgendwie dazu. Streng genommen, wenn man alles machen will in dem Spiel. Was suche ich denn jetzt eigentlich gerade? Ah ja, warte, Orden. Ich habe gerade vollkommen vergessen, was ich gesucht habe. Wir machen Dressman W weg. Ich! Nein, ich bin Bomba Luigi! In den Mund! Kann ich mich hier eigentlich nicht irgendwo heilen? Nee, hier war nur ein alter, kaputter PC. Nee, konnte man sich hier nirgendwo? Doch, da ist ein kleines Bettchen. Das Einzige in diesem Zimmer, das nicht komplett kaputt ist. Und schon habe ich eine kostenlose Heilung abgestaubt. Ernsthaft, ich habe im Spiel so wenig Geld, dass ich mir vorhin Sorgen gemacht habe, wo ich mich überhaupt heilen könnte. Aber hey, hier haben wir eine Gratis-Heilung abgestaubt. Das ist relativ nett. Und ich habe große, große Angst vor dem Duellkerker. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen. Ja, auf Rang 18 kämpfst gegen die Panzerkämpfer. Im folgenden Kampf sollst du dem Publikum mindestens 3 Show-Einlagen zeigen. Gott, 3 Show-Einlagen? Okay, dann ziehen wir die Scheiße durch. Das hier machen wir übrigens, weil sie es vergessen haben. Wir machen das alles, um Geld zu verdienen. Also, macht euch keine Sorgen, das ist nichts umsonst, was wir hier machen. Es wird von niemandem die Lebenszeit verschwendet. Außer vielleicht von allen, die das hier gerade sehen, weil es fucking langweilig ist. Aber das ist vollkommen okay. Ich meine, es war beim ersten Mal schon relativ langweilig und beim zweiten Mal wird es auch langweiliger sein. Aber manchmal muss es einfach so sein. Also los, bist du bereit? Also los, Bomber. Wir sind zwar in derselben Garderobe, aber sie keine Gnade im Kampf. Ich mag es, dass die Koopas im Spiel Sonnenbrillen tragen. Haben wir darüber schon mal geredet? Es ist ein wundervolles kleines Detail. Ich meine, es gibt keinen Grund, warum sie es machen sollten. Aber sie tun es trotzdem. Das ist ja shit. So, euch haben wir auch alle gescannt. Wir sollen natürlich auch die Augen offen halten. Ob es nicht noch den einen oder anderen Gegner gibt, den wir gerne scannen würden. Wobei ich vermute, dass wir hier alle haben. Im Duellkerker gibt es halt dann noch richtig viele Gegner, die wir noch nicht gescannt haben. Und streng genommen, könnte ich, ist auch ein Tipp, der mir gegeben wurde, für den Duellkerker als Vorbereitung. Wenn ich der Meinung bin, ich würde gerne mehr Orden ausrüsten können, könnte ich da dann theoretisch auch einfach, jetzt kommen Lieblingsteil übrigens, Schaueinlagen machen, yay. Können wir vor dem Duellkerker theoretisch, mit wir meine ich hauptsächlich mich, einfach diese Suselwusels farmen, denn die geben scheinbar so zwischen 50 und 60 Sternpunkte. Und zwischen 50 und 60 Sternpunkte scheinen mir doch angemessen viel zu sein, um dann ein paar Level-Ups zu machen. Eigentlich sind die auch immer ein bisschen eklig zu besiegen. Wobei es inzwischen gehen sollte, nachdem ich es nicht mehr scannen muss. Das heißt, da kann ich dann meinen Angriff vom Partner und von Mario selber verwenden, um die Suselwusels anzugreifen. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie oft die spawnen. Ich glaube, die sind immer sehr selten. Das heißt, das ist auch nicht wirklich das effektivste Training, das man in den Tag legen kann. Ihr merkt schon, es ist alles nicht so einfach. Meine Gage, bitte. Geile 4 Münzen, hätte ich mir verdient. Oh Gott. Diese verdammte Arena hier. Ich frage mich, ob das alles noch ein bisschen schwerer wird im Laufe des Kampfes und ob da noch ein bisschen spannendere Dinge passieren. Wobei, diesmal werden gar keine Unterbrechungen kommen von Bowser und sowas. Das könnte interessant werden. Vor allem im Kampf sollst du keine Items benutzen. Das bekomme ich, glaube ich, hin. Okay. Insgesamt habe ich, glaube ich, das hier auch noch nie zum zweiten Mal gemacht. Die Arena hier, weil ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemals bewusst war, dass man das ein zweites Mal machen kann. Weil ja, war es mir wahrscheinlich immer zu langweilig. Um es für mich selbst zu spielen als ein Kind, das nichts mit seiner Freizeit zu tun hat. Aber für ein Video, da ist das was anderes, liebe Leute. Fucking Pokies! Pokies sehen in der Paper Mario Reihe auch fucking seltsam aus, beziehungsweise Paper Mario 2. Sie haben auch ein bisschen was... Sie haben ein bisschen eine katzenartige Ausstrahlung schon fast, könnte man sagen. Ich meine, seht ihr sie? Mit ihrer Doppelpunkt-3-Fresse. Und den Augen, die uns konzentriert in verschiedene Richtungen blicken. Und, ich sehe da gerade etwas, das mir durchaus gefällt, mein Guter. Entschuldige mich mal. Bop, 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 bop. Nicht Barbara, sondern... Nargarine. Könntest du theoretisch, die bist gut. Das kannst du auf den Vordersten machen. Also nicht optimal. Wobei, wir könnten theoretisch mit dem Multisprung... Tot, tot, nicht tot. So, das heißt, Nargarine könnte jetzt Diebesgut machen. Drücke A im richtigen Moment. Fuck! Okay, wie es aussieht.
ist der Poké erstmal nicht sonderlich stark. Und zum Zweiten, es ist scheinbar nicht möglich, von ihm was zu klauen, weil er sehr, sehr stachelig ist. Das gefällt mir nur bedingt. Er belebt sich selbst wieder. Der Haufen Scheiße. Weißt du was? Wir gehen rüber zu Rubio. Rubio, bring ihn um. Oh, ich weiß nicht, Mario. Fühl mich nicht so. Halt den Mund, Rubio. Wir sind hier, um zu kämpfen. Okay, ein Sternpunkt. Yeah. Oh, und wisst ihr, was das Beste ist? Wenn wir mit dieser Arena hier fertig sind, sollte ich ungefähr 56 Sternpunkte insgesamt haben. Das ist halt schon über die Hälfte von dem Level ab. Hey, 5 Münzen? 4 Münzen immer noch. Fuck. Aber wir sind auf Rang 17. Wir steigen auf, Leute. In dieser grausamen Arena. Sie zählt das Bomber Luigi. Sei grüßt, Bomber. Folgender Gegner. Gegenwärtig auf Rang 16. Du kämpfst gegen Knochenwerfer. Im folgenden Kampf sollst du deinen Gegner innerhalb von 5 Runden schlagen. Fünf innerhalb von 5 Runden. Das ist ja... Mann, das wird knapp. Ich hoffe, es bekomme ich hin. Die Gegner sind nämlich ziemlich stark und ich bin mir nicht sicher, ob ich das schaffen werde. Innerhalb von 5 Runden einen Gegner zu besiegen. Es wird wirklich sehr, sehr spannend für mich. Fuck. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst davor. Hey, Skelett-Bros. Die eigentlich Gegner aus dem Schloss von ganz am Anfang sind. Ich bin kein Late-Game-Mario, der super stark ist oder so. Ich habe nicht die Welt gerettet, indem ich die Prinzessin, die Schattprinzessin, die wieder auferstanden ist und die ganze Welt zerstören wurde, indem ich die gekillt habe oder so. Das sind alles Dinge, die nicht passiert sind, okay? Wisst ihr was? Die Scheiße will ich gar nicht. Ich glaube, ich bringe euch einfach alle um. Ich habe überlegt, ob ich den Marshmallow da klauen will, aber das ist doch nicht mal wert. Wir bringen einfach den Kampf zu Ende. Yay! Und da verdienen wir unser cooles Geld. Ja, geschafft, Mario. Halt den Mund, Kupio! Ich weiß, dass ich es geschafft habe. Ich bin der Beste. Ich bin der stärkste Mario-Kämpfer, den es jemals auf der Erde gab. Fuck. Also jetzt allein, man sieht sich. Okay. Ja, so viel, wir werden uns spätestens eine Minute wiedersehen nach dem nächsten Kampf. Kampf! Hey, grüß, Bomber. Hallo. Ich bin Bomber, was geht ab? Stachy und Partner. Vor dem Kampf sollst du deinen Partner nicht wechseln. Oh nein. Sollst du ein Vorbild für die Kinder sein, Kupio? Zieh dich. Na, ah, er kam wieder. Nein! Ich wollte gerade, wenn ein Typ rauskommt, wollte ich sowas sagen wie Partner. Welcher Partner? Ich sehe hier keinen Kupio. Ah, dann kam Kupio automatisch zurück zu mir. Und das war relativ deprimierend. Aber gut. Starry und Partner. Wieder auferstandene Bomber Luigi. Oh, ich darf meinen Partner nicht wechseln. Das ist eigentlich ziemlich riskant, dass ich da dann ausrechnet mit Kupio reingegangen bin. Denn theoretisch könnte es sein, dass ein Gegner auftaucht, den ich nicht... Ja, wobei würde ich einfach trotzdem wechseln, dann würde ich einfach die Runde verlieren. Das wäre mir eigentlich relativ egal. Es macht keinen Unterschied, ob ich einen falschen Partner in der Situation da hätte. Ich ziehe alles zurück, es macht keinen Unterschied. Ich dachte kurz, dann kann ich den ja gar nicht scannen. Dann kann ich doch, dann habe ich den einen Kampf verloren und muss den danach nochmal machen. Aber das ist eigentlich relativ okay. Nee, geschafft, Mario. Ich hab's nicht dank dir geschafft, Kupio. Hör dich zurück, okay? Niemand hat dir nach der Meinung von der verdammten Schildkröte gefragt. 5 Münzen. Danke, Lady. Bald bin ich reich und kann mir Orden kaufen. Ich werde mein ganzes Geld für Orden ausgeben, Bitch. Wir haben schon 29 Münzen. Oh, Junge. Für etwa 150 kann ich mir einen weiteren Kampfwutorden kaufen. Keine BP verbrauchen. Alles klar, aus eigener Kraft sollst du es schaffen. Na, Kampfwutorden kann man übrigens, das sind die, die man braucht. Für Danger Mario. Wir haben über Danger Mario schon geredet, lass mich das kurz erklären. Danger Mario bedeutet im Großen und Ganzen, dass man zu einer Lady in der Kanalisation geht, welche die Werte ein bisschen hin und her switchen kann. Was jetzt im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, sehr hilfreich sein kann, weil ich da eigentlich dann noch ein paar BP wegmache und daraus Ordenpunkte machen kann. Und da ist die Sache, man kann mit seinen... Oh, der wird mir entscheiden! Man kann mit seinen HP auf 5 gehen. Das heißt, unter 10, 10 ist eigentlich der Standard, aber man kann auch 5 runtergehen. Und wenn man, hey, da seht ihr, da ist Luigi schon. Und wenn man 5 Stück hat, dann hat das, ah ja, ich muss sie ganz normal besiegen. Wenn man 5 Stück hat, dann hat das den lieblichen Vorteil, dass Mario dann permanent in seinem Gefahrenmodus ist, beziehungsweise im Danger Mode. Daher kommt der Name Danger Mario. Er kommt nicht, weil er gefährlich ist, sondern weil er sich im Danger Mode befindet. Die ganze Zeit über. Und da gibt es dann gewisse Orden, die dann immer Vorteile haben. Wie zum Beispiel Kampfwut, welchen man so oft man will, in dem Casino kaufen kann. Der erhöht die Angriffskraft pro ausgerüsteten Orden um 2 Punkte, wenn Gefahr geboten ist. Das bedeutet, wenn Mario 5 KP oder weniger hat. So, das heißt, wenn man permanent bei 5 KP ist,
Und wenn man davon dann, keine Ahnung, man könnte theoretisch 30 Stück oder so ausrüsten, dann würde man mit jedem Sprung mindestens 60 Schaden machen. Das ist theoretisch eine Sache, die möglich ist. Und dementsprechend kann man damit alles, kann sich da sehr krass hochboosten und sehr, sehr stark werden. Und das halte ich für eine ziemlich coole Sache. Seht ihr, das sind halt so die... Diesen Kampf sollst du keine Hammer-Attacke benutzen. Alles klar, als ob ich jemals einen Hammer verwenden würde. Seht ihr, das sind halt die Dinge, die mir in den neueren Paper Mario teilen, wo ich so schade finde, dass die einfach nicht da sind. Auch schon super Paper Mario. Einfach diese Individualisierung mit den Orden. Ich meine, man kann da so viel anpassen und oh, so gut. Es ist eigentlich so ein unglaublich komplexes und deepes Ordenssystem, was man da haben kann. Nicht wirklich komplex, aber es ist sehr facettenreich. Das finde ich sehr schön und finde ich sehr schade, dass es wirklich nur in den zwei Spielen hier so wirklich existiert hat. Und danach nicht mehr. Mir fällt doch nicht wirklich ein, ob es Spiele gibt, die etwas derartiges haben, wie das Ordenssystem aus Mario. Ich denke, eine Sache, die ein bisschen da rankommt, war, dass, Hammer darf ich nicht einsetzen. Ja, genau. Ich habe gerade überlegt. Fuck. Was ein bisschen rankam, war das System mit den... Wie nannte man das nochmal? Mit seinen KI-Freunden, die man quasi in Anführungszeichen programmiert hat in Final Fantasy XII. Das war auch ein bisschen ähnlich, weil da konnte man auch so viele Dinge individualisieren, was eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Aber irgendwie hat es mich doch ein bisschen daran erinnert. Weil man sehr viel anpassen kann in einem RPG. Ohne wirklich sehr was machen zu müssen. Es hat nichts miteinander zu tun. Vergesst es einfach. Aber ich mag das System mit den Orden. Das ist die Sache, die ich nur sagen wollte, okay? Gut. Und falls ihr euch wundert, nein, wir haben noch nicht die Hälfte aller Kämpfe hinter uns. Hier steht noch eine Menge Shit vor uns. Wir haben bisher noch nicht mal Schaden genommen. Kampf! Sehr grüß, Bomber möchte also zum Kampf teilnehmen. Gefolgter Gegner, ist drin. 12 Bomb-Ehre. Dein Partner nicht wechseln. Was sollen denn die Kinder hier denken, wenn du ständig einen Partner hast? Das ist nicht gut. Nee, das ist nicht gut, wenn man ständig seinen Partner wechselt. Nee, wir sollten auf jeden Fall den Kindern eine feste Beziehung vorleben und den Kindern zeigen, dass man seine Freunde für immer haben wird und insgesamt seine Partner in seinem Leben. Das ist eine wichtige Botschaft. Ja, wie es auch immer wichtig ist, Kindern zu sagen, dass niemand sterben kann, dass man ihnen das verschweigt. Das ist ziemlich wichtig. Das ist fucking dumm. Das oft in Sachen, die für Kinder und so sind, dass da irgendwie... Okay, ich glaube, ich verstehe es aber auch, warum da Leute nicht sterben sollten im Optimalfall. Weil viele Kinder das noch nicht wirklich verstehen, aber... Man sollte vielleicht Kinder damit vertraut machen. Relativ früh. Mit der Tatsache, dass Leute sterben, oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Ich bin kein Erziehungstyp, aber ich weiß nicht, was ich hier noch erzählen soll, deswegen... Bekommt ihr Moggis Erziehungstipps? Erzählt euren Kindern, dass alle sterblich sind und dass auch sie selber. Sie sind nicht unverwundbar. Hey, kleiner Timmy, du willst hier über die Straße laufen und nicht nach links und rechts schauen. Du weißt, dass du sterben kannst. Und sterben bedeutet, dass dein Körper komplett aus dem Dasein verschwindet. Das heißt, jetzt, wo du noch denkst, oh Mann, du würdest gerne dir eine Lolli kaufen, der existiert nicht mehr. Es ist nur noch nichts. Schwarz. Absolut nichts. Stehst du? Keinen Sprung benutzt. Das ist relativ eklig. Deine Existenz ist begrenzt, kleiner Timmy. Mach dir mal Gedanken darüber, über Dinge, die nach dem Tod passieren könnten mit dir. Und wie du es denn findest, dass du komplett aus dem Dasein verschwinden könntest. Dass du dann einfach absolut weg bist. Ein bisschen so eine Daseinskrise kann man dem kleinen Timmy schon geben, dass er dann vielleicht ein bisschen durchdreht und sich Gedanken macht, was wohl passieren wird, nachdem er tot ist. Das halte ich, denke ich, doch für eine relativ wichtige Sache. Dass man Kindern das sehr früh beibringt. Gut. Was haben wir sonst noch? Powerpanzer. Boom. Und ich bin nicht gesprungen. Wie versprochen, Lady. Wie versprochen. Und wir haben schon 48 Münzen. Wahnsinn. Wir haben insgesamt schon 39 Münzen verdient, möchte ich mal anmerken. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. Shit. Bomber Luigi. Bomber Luigi. So stark. Bitte eine Gage. Dankeschön. 7 Münzen. Yeah. Weißt du, was das Schönste ist? Der Duellkerker wird auch so sein wie das hier. Nur nicht gegen 20 Gegner, sondern gegen 100. Oh, es wird schrecklich. Sehr grüß, wollen wir mich zuerst zum Kampf anmelden. Folgender Gegner. Rang 10, Kampf gegen Stahlbruder. Folgenden Kampf sollst du auf keinen Fall angreifen. Ach, er selber. Ah, mein Partner soll nur angreifen. Alles klar. Ich vermute, es läuft darauf hinaus, dass mein lieblicher kleiner Yoshi-Man
damit angreifen sollte, kleine Pinky. Oh Mann, ich würde gerne angreifen. Ich weiß, Pinky, ich weiß. Deswegen wirst du auch angreifen. Du wirst die Stahlbrüder besiegen. Mit deiner Zunge wirst du sie berühren. Und dich wundern, warum sie so kalt sind, dass deine Zunge daran kleben bleibt. Dann wirst du ihn ausspucken und dann haben wir den Kampf gewonnen. Wir schaffen das. Gewonnen so schnell, Kampf hast du keine Chance. Das haben wir total noch nicht bisher schon mal gemacht. Das ist was komplett Neues. Mann, ich wundere mich, wie dieser Kampf ausgehen wird. Mir wurde verboten anzugreifen, Stahlkirks. Finde ich ein bisschen unfair, ehrlich gesagt, aber okay. Das Interessante ist, dass, soweit ich das weiß, gibt es hier in der Gegend, in dem Duellkerker-Teil, nicht Duellkerker, sondern hier bei dem, ich weiß nicht, wie man es nennt, Falkenheim-Turnier-Dingens da. Es gibt hier auch ein paar, ich glaube, es gibt, abgesehen von Stahlkirks, gibt es irgendwie noch ein, zwei exklusive Gegner von dem Gebiet hier. Das heißt, wenn man hier den sich zweimal nicht scannt, dann hat man es verkackt, bekommt die gar nicht mehr wieder im ganzen Spiel. Steht ihr? Das ist ernsthafter Shit. Ah, selbst schuld. Ja, yeah, Pinky. Dem hast du es gegeben. Fuck, der wird so schnell nicht mehr aufstehen. Bitte in deine Gage. Dankeschön. 10 Münzen? 6 Münzen. Also, Bomba. Also, bis dann. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wir hier in dieser Arena nicht so viele Münzen verdienen, wie ich mir das erhofft hatte. Das Kämpfe der ersten Liga. Melde dich in der Garderobe. Oh. Wir sehen uns, Versager. Slifer Red Abschaum. Hast du den Abschaum da drin gesehen? Sie haben Abschaum-Dinger gemacht. Abschaum, sage ich dir. Slifer Red. Ich weiß nicht genau, was die mit Slifer Red zu tun haben, aber ich spiele gerade so ein Yu-Gi-Oh-Spiel auf einem anderen Kanal. Und da gibt es viele Slifer Red-Versager. Also, es prägt sich einem einfach. Man merkt sich das einfach, wenn man permanent Slifer Red-Versager beleidigt. Und dann verwechselt man manchmal auch andere Schwächlinge mit Slifer Red-Versagern. Aber das ist okay. Manchmal ist das ganz natürlich. Kampf! Sehr grüßt, warum möchte ich jetzt so einen Kampf anmelden? Folgender Gegner. Rang 9. Pickelkäfer! Folgenden Kampf sollst du auf keinen Fall angreifen. Pickelkäfer. Weißt du, was das Schlimmste? Weißt du, was das Schlimmste an Pickelkäfern ist, mein gepanzerter Freund? Das Schlimmste an ihnen ist, dass sie nie was von Klerasie gehört haben. Es ist widerlich. Ey, ich meine dich, kleiner Pickelkäfer. Drück die Scheiße aus. Verdammte Scheiße, es ist meine Güte. Vielleicht sollst du es nicht ausdrücken. Ich glaube, das ist nicht die optimale Sache, die man machen sollte. Ich meine, es macht jeder, aber ich bin mir sicher, ein Hautarzt will sowas sagen wie, oh shit, damit sollst du vielleicht den Hautarzt aufsuchen. Wie mich. Dann verdiene ich Geld fürs Nichtsmachen. Das ist die richtige Sache, die du machen solltest. Halt die Schnauze, Hautarzt! Du willst dir nur wieder den weiteren Patienten ergaunern. Nein, sage ich. Nein, Hautarzt. Halte dich fern. Ich war noch nie beim Hautarzt, glaube ich. Meine Haut hat immer einen relativ gesunden Eindruck gemacht. Steht hier. Ultrapanzer will ich nicht einsetzen. Wir machen den Panzer. Badaboom! Shit, die leben noch. Ja gut, Mario. Schaueinlage. Hey, Boys und Girls. Oh mein Gott, das ist Mario. Ich bin so ein großer Fan von ihm und diesem Sturmbart. Ich meine, es ist Bomba Luigi. Wer ist dieser Mario, von dem du geredet hast? Ich weiß auch nicht. Das ist crazy. Einmal verwechselt man mich mit diesem glorreichen, rottragenden, gut aussehenden Helden namens Mario. Ich weiß nicht genau warum, aber ich bin Bomba Luigi. Bitte eine Gage. Das ist eigentlich relativ interessant. Kann es sein, dass in der Paper Mario 2 Welt das irgendwie passiert ist? Ja doch, ein paar Leute kennen da Mario irgendwie, aber nicht mehr so viele. Ich meine, das ist relativ interessant. In Mario RPG zum Beispiel, was wir natürlich auch auf diesem Kanal vor Paper Mario gespielt hatten. Wir natürlich noch wissen, Rang 8 Stachelsteine. Keine Hammerattacken, alles klar, wie komme ich hin? Die Stachelsteine, keine Stachelschweine, sondern Stachelsteine. Schöner Name. Auf jeden Fall, in Mario RPG war es noch so, dass Mario wirklich der Superstar ist und alle kennen ihn und so. Oh, glaubst du, das ist Mario? Und dann springt der und dann alle so, oh shit, habt ihr gesehen, wie gesprungen ist? Das ist er wirklich! Und ich glaube, in Paper Mario 1 war er auch noch, hatte er auch noch mehr eine Promi-Rolle für alle. Das ist nur irgendwie in dem Spiel dann nicht mehr ganz so stark vertreten. Wobei zum Beispiel Gumbrina ihn durchaus erkannt hatte. Aber der Professor nicht. Das ist eine Sache, die zum Beispiel in Mario RPG nicht passiert wäre. Da haben ihn alle gekannt. Fuck. Kupio, bring ihn um. Gute Arbeit. Okay. Das war ein aufregender Kampf. Den würde ich am liebsten nochmal machen. Der Gewinner ist Bomba Luigi. Geschafft, Mario. Halt den Mund, Kupio. Ich bin übrigens ziemlich erstaunt, dass ich bisher noch keine Fehler gemacht habe. Oh, 12 Münzen. Yeah.
Langsam rollt das Cash rein. Hörst du das? Katsching, katsching. Das liegt an den Münzen in meiner Tasche, guter Mann. Katsching, katsching macht meine Tasche. Katsching. Folgender Gegner. Gegenwärtig auf Rang 7. Du kämpfst gegen die Schattengang. Keine Sternattacken. Das wird aber schwer für mich, keine Sternattacken einzusetzen. Dabei setze ich die doch so gerne und die ganze Zeit ein. Mann, meine Sternattacken. Was sage ich insgesamt? Kann sein, dass meine Sternattacken die einzige von den Offensiven, die man wirklich einsetzt, eigentlich immer dieses Sternbeben ist. Ey, meine Sternbeben ist ja Shit, aber setz mal was anderes ein. Ich glaube nicht. Das ist übrigens, seht ihr die Gegner hier? Von solchen werden wir übrigens sehr viel im Duellkerker treffen. Also so anders eingefärbte Varianten von Gegnern, die wir bisher hatten. Wie zum Beispiel die, keine Ahnung, wie heißen die, die stärkeren Goombas, Gloombas? Irgendwie so. Davon trifft man sehr, sehr viele Gegner. Duellkerker. Und das ist so ein kleines bisschen nervig. Aber gut. Wir werden das schaffen. Wir müssen uns nur noch ein bisschen mental darauf vorbereiten. Aber wir werden den Duellkerker überstehen. Ich weiß noch nicht wie und ich weiß noch nicht, wie ich anfangen soll und überhaupt. Ich bin immer noch sehr unsicher. Ich bin sehr nervös, aber wir werden es schaffen. Vor allem das Problem ist... Oh, das war Schwachsinn. Das Problem ist, ganz unter dem Duellkerker gibt es halt auch noch eventuell einen Super-Secret-Bosskampf, liebe Leute. Und ich kann auch nicht einschätzen, wie stark der ist. Ich glaube, die kleinen Gegner machen mir hauptsächlich Angst. Ich weiß noch, dass ich als Kind mal wirklich versucht habe, den Duellkerker zu schaffen. Und ich glaube, ich war auch relativ weit. Nur mir die Gegner dann irgendwann, die waren einfach zu stark für mich. Versteht ihr? Das ist eine unschöne Sache, wenn die Gegner auf einmal zu stark für dich sind. Das ist eine Situation, die du nicht wiederfinden willst. Dann gehst du Game Over und dann ist jeder Fortschritt, den du gemacht hast, auf einmal wieder weg. Dann sagt sich das Spiel, hey Dumbatz, Duellkerker, Ebene 80. Welcher Duellkerker Ebene 80? Ich erinnere mich an nichts, aber möchtest du ein Spiel fortsetzen? Und dann sagst du, oh, fick dich! Und die Leute zahlen 100 Euro auf eBay dafür! Genau, und das ist meine Meinung dazu. Dann würde ich sagen, wie das Ganze weitergeht, sehen wir im nächsten Part von Paper Mario 2. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.